Ja, in Hamburg geht es nicht weiter und ich suche neue Ziele. Und da habe ich mit dem Jürgen Schweigert sehr gute Gespräche gehabt. Wir haben uns, waren uns schnell einig, dass wir hier was bewegen wollen und dass ich hier auch eine reizvolle Aufgabe habe. Ich hatte keine Lust, irgendwo jetzt mitzuschwimmen oder irgendwas zu tun, sondern ich will mich einbringen, ich will was erreichen und auch sportlich was erreichen, um einen Abstieg zu verhindern. Ist dann ja, vielleicht für Bittenfeld gleichzusetzen mit der Meisterschaft. Und deswegen möchte ich mich hier gerne, ja, gerne betätigen. Und irgendwo mitzuschwimmen, wie ich eben gesagt habe, das war jetzt nicht mein großes Ziel, sondern ich möchte auch was hier einbringen in die Mannschaft und am Ende der Saison sagen können, wir haben was erreicht. Und wenn man irgendwo Elfter wird, dann ist man Elfter geworden. Aber wenn man es geschafft hat, einen Aufsteiger mit dem Potenzial hier in der Region in der Liga zu halten, ich glaube, dann können wir alle sehr zufrieden sein. Ja, ich glaube, als kleinen Bonus ist es ja witzig zu sein, dass ich auch einen Abstiegsplatz aus Hamburg direkt mitbringe, den wir hinter uns lassen. Da muss man, glaube ich, ein bisschen geilen Humor auch haben jetzt. So wird es sein. Es wird ein kleines bisschen leichter dadurch, aber ich glaube, die Aufgabe ist trotzdem riesengroß. Also wir müssen Vollgas geben. Das Spiel ist in 2,5 oder 3 Wochen. Ich habe es jetzt nicht genau im Auge, nur 2 Wochen jetzt im Voraus geplant. Und ja, da müssen wir direkt den Bergischen HC schlagen und damit wir uns da einen Hilfe verschaffen. Ich habe mit Jürgen über viel gesprochen, aber wir haben uns einfach jetzt mal darauf geeinigt, dass es Sinn macht, die Rückrunde zu bestreiten, auch den Abstieg dann irgendwie als oder den Verbleib in der Liga als größtes Ziel gemeinsam zu haben. Und was dann kommt, muss ich wirklich sehen. Also meine Familie wird in Hamburg bleiben, das ist einfach so. Wir werden ab da unsere Zukunft in Hamburg gestalten. Und ob ich jetzt für 1, 2, 3 Jahre ein bisschen pendel, das werden wir einfach dann in den nächsten Monaten entscheiden. Also da ist überhaupt keine Entscheidung gefallen. Also ich bin einen Tag die Woche hier, schlafe hier im Flughafen, im Hotel und fliege dann eigentlich abends mit der Rückrunde. Also Sie kommen zum Spiel und zum Training hier runter? Nee, Training mache ich eigentlich nicht. Ich bin in Hamburg komplett und komme nur zum Spiel. Bin heute auch nur zur PK hier. Alles klar. Okay. Ja, Spaß, ne? Weiß ich nicht. Das ist ja nicht trotzdem. Aber ohne Spaß jetzt Die ganz genauen Modalitäten sind natürlich nicht geklärt. Die muss ich mit dem Trainer jetzt noch in Ruhe absprechen. Aber ich habe schon ganz klar gemacht, dass mir meine Familie unglaublich wichtig ist und ich sehr, sehr viel mit meinen Jungs zu Hause immer mache, weil meine Frau auch berufstätig ist und volltags den ganzen Tag arbeitet. Deswegen will ich schon irgendwie 1, 2 Wochen zu Hause sein. Aber ich meine, ich bin Profi, Handballprofi und da muss man auch mit der Mannschaft trainieren. Auch wenn ich jetzt gerade nicht der Rückraum Linke oder Mittelmann bin, muss ich schon ein bisschen da sein und ich werde natürlich den größten Teil der Woche hier sein, ganz klar.